Hallo, willkommen zurück zu Alundra 2. Wir sind hier noch auf Staubstation und wissen jetzt schon mal, wie wir das Bombenrätsel lösen können. Und wir haben schon gesehen, oben gibt es noch weitere Bombenrätsel. Ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt die Bomben ziehen müssen. Es ist schon mal ganz gut, dass wir die Gegner erledigt haben. Soweit geklappt. Autsch. Frage ist natürlich, okay, das war nur so ein Teil zum Regenerieren, um zu wissen. Es war hier vorne noch irgendwas in der Richtung. Ich muss natürlich jetzt auch gleich nicht ganz nach oben schwimmen, aber ich glaube nicht. Nee. Okay, oben geht's auch noch weiter. Ganz schönes Unterwasserlabyrinth hier. Diese Bomben da auslösen können, habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, warum. Gut. Manche Gegner hier zu erledigen ist aber auch schon eine Kunst für sich. Unter Wasser.
Okay, da ist eine Wand, die wir sprengen müssen. Wichtig ist, dass wir erstmal hier alle Gegner platt machen. Die könnten nämlich uns definitiv auch noch stören. Okay, das wird nicht einfach. Also wir müssen gucken, wie die Strömungen laufen. Da ist eine Strömung nach unten. Theoretisch muss ich dann hier runter. Bis ganz nach unten und dann da an der Wand entlang. Es sei denn, es klappt nicht. Ja, muss ich mal gucken. Da er die Bombe hinter uns her. Das war nix. Das Problem ist, die Zeit, bis sie explodieren, ist sehr, sehr kurz. Liegen leider fest. Das wird wehtun. Ah, geschafft. Ich hoffe mal, wir haben nichts übersehen.
erledigt. Ja, hier müssen wir schon wieder sprengen. Dieselbe Sache. Ah, ich denke mal, wir sind auf guten Wege. Die Sprengung kriegen wir leider jedes Mal ab, aber was soll's. Okay, nach oben geht es. Schauen wir aber erstmal hier unten. Okay. Hier ist wieder so ein Bombending. Auf jeden Fall ziemlich groß, also ich denke mal, wenn wir noch ein bisschen hängen. Okay, bis hier hinten müssen wir auf jeden Fall eine Bombe kriegen. Wir müssen immer daran denken, dass da auch noch hier und da vielleicht ein paar wertvolle Gegenstände versteckt sein können, die wir brauchen. Sorry, wie es gerade ein bisschen geknistert hat. Okay, da unten ist auf jeden Fall ein Weg. Schauen wir erstmal hier vorne. Ich weiß nämlich nicht, ob das der Weg ist, wo wir lang müssen oder ob da... Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das der Weg ist, wo wir lang müssen. Das andere hier optional ist. Weil da oben die Bomben hinbringen wird keine Kunst sein.
Nein! Ich fest! Mist! Okay, ich muss den Strudel mitnehmen. Das hat aber eben besser geklappt. Ich hasse das, wenn die Bomben hängen bleiben. Mist. Meine Vermutung ist, dass genau an dieser Stelle da hinten noch irgendwas Gutes zu holen ist. Ah, ich häng fest. Ach, das kann ja heiter werden. Geht anscheinend nicht anders. Ich werde wohl den Weg nehmen müssen. Die Bombe wird anscheinend nicht beeinflusst von irgendwelchen Strömungen. Okay. Dunkle Insel. Okay, ich habe mich geirrt. Der leichte Weg war tatsächlich der optionale. Ich hoffe, dass die freigesprengten Wege auch frei bleiben. Wir landen nämlich da oben auf der dunklen Insel.
Bin ja mal gespannt, wann wir mal die Teile zusammenkriegen für das Schild. Ah, blöd ist, dass die Bombe ständig festhängt. Nein! Ach. Ich vergesse, dass er noch ein Gegner ist. Na, ich behaupte einfach mal, die dunkle Insel sehen wir erst im nächsten Part. Freizuschaltende Sachen sind natürlich nicht vergessen, die werden auf jeden Fall noch gemacht. Weil wir wahrscheinlich den Großteil der Gegenstände gar nicht nutzen werden. Wir werden ihn aber trotzdem holen, einfach nur um die 100% zu machen. Ultimative Waffe, weiß ich nicht, ob und wie. Hier ist etwas. Elfenstahl. Nice. Wir können das ultimative Schild bauen. Sehr geil. Hat sich das doch gelohnt. Jetzt ist doch die große Frage, welche Waffen können wir noch so kriegen? Das heißt, wir haben auf jeden Fall unser Endgame-Schild. Und ich denke auch, dass vorher kein anderes gekommen wäre, weil wir haben jetzt gerade erst den letzten Teil gefunden. Das ist auf jeden Fall ein guter Indikator dafür, dass da wahrscheinlich nichts mehr großartig kommen wird. Ja, ich denke mal auf der höchsten Perspektive. Nein, verletz mich nicht mit dem Ding. Ah, ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Eieiei! Die machen auf jeden Fall ziemlich viele Schaden. Wow. Einfach nur wow. Heftig.
Flint, Mann, wie ist es dir ergangen? Ich war für eine Weile in dem Wal, aber ich bin hier hochgespült worden. Gott sei Dank habe ich aber immer noch meine Produkte zum Verkaufen. Kannst du mich auf eine Frage bringen? Möchtest du nicht etwas kaufen? Guck mal, was er so hat. Meister, möchtest du dir ansehen, was ich hier zu verkaufen habe? Ja, ich würde sagen, wir saufen den Elixier und kaufen eins. Wir haben kein volles Leben dadurch, also wir haben ordentlich auf die Mütze gekriegt. Das ist auch übrigens die letzte Aktion, die wir in dem Spiel jetzt gerade machen werden, denn wir sind nämlich langsam auch wieder bei unserer Zeit angekommen. Und wir sind eigentlich relativ pleite. Gut, dann machen wir hier erstmal einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter auf der dunklen Insel. Bis dann, tschüss.